So, Mahlzeit mal wieder. Wer sich daran erinnert, ich habe vor einigen Wochen, ich weiß gar nicht mehr, wann das genau war, kann auch schon 2 Monate, ja, vor einiger Zeit, eine Demo gespielt, die Nicole mir damals empfohlen hat. Baby Blues Nightmare. Davon gibt es inzwischen die Vollversion momentan auf Steam zu kriegen, noch mit 15% Rabatt für 10 Euro. Weiß ich nicht mehr. Ich bin momentan sehr, sehr ausgelastet, überlastet, also auch aufgrund meines gesundheitlichen Zustandes. Muss jetzt, was heißt, muss ich wechsle den Job, weil ich das, was ich jetzt momentan mache, körperlich nicht mehr machen kann. Und das Neue hoffentlich schon, wird sich ja dann ergeben. Deswegen muss ich momentan Behördengänge etc. machen und werde also nicht so jetzt jeden Tag wieder Spiele produzieren können. Hab aber noch ein anderes in Aussicht, das habe ich mir auch schon besorgt. Mal schauen, wie gut es geht und wie weit ich komme. So, Baby Blues Nightmare. Ich habe vorhin schon mal in den Einstellungen rumgebastelt, habe auch vorhin schon mal reingeschaut, kurz. Habe auch schon geguckt, wie weit ich die Demo gespielt habe und ja, klar. Alter! Laut. Alter, das springt über den Rahmen. It's all right, baby boy. Let me tell you a little story about a little boy named Aiden. Aiden was a very, very special boy. Ist er lauter als ich? He was a bit different than the other kids around his age. Instead of playing with the other kids, he loved to play with his toys. While all the other kids chose the most beautiful dolls to play with, Aiden, on the other hand, used to ask all the time why the ugly dolls always get ignored, while only the beautiful ones get the most attention. So Aiden loved to collect the least beautiful dolls so they don't feel left out. Aiden always felt sad when someone was being left out. He wanted to be kind to everyone, despite their looks. Aiden was obsessed with a show called Red Belly and Friends and collected all its dolls, except Red Belly himself. Because even though Red Belly was the nice-looking one, he was always mean to the other dolls. Aiden didn't like when someone was mean to others. He had Kitty Paws, Mr. Bunny Teeth, Miss Starry, Honey Claw, Claudia. He always wanted them to sleep next to him because they made him feel safe. The real monsters wouldn't come near him because the dolls were his protection. Aiden never went anywhere without them. Everywhere he went, he took them with him. Each and every one of them. Until one day, they were gone. Maybe it was the work of Red Belly, the nicest one among group, because sometimes the real monsters come in a nice way and with a friendly face. Good night. Das ist nicht nur da so, das ist natürlich bei den Menschen genauso. So, ich werde hier gleich mal, wenn ich wieder eingreifen kann, die Lautstärke etwas runterdrehen. Ich musste auch schon die Maus justieren. Ups, da muss ich auch mal eben ganz kurz nochmal. Ja, da. Weil wenn ich mich einmal gedreht habe, da wurde mir recht schwindelig. Das ist jetzt auf Minimaleinstellung und ist immer noch super schnell. Settings, Input Controller, bla bla bla. Brightness. Oh, Brightness. Brightness. Nee, nicht Loudness. Es wurde gerade lauter, habe ich das Gefühl gehabt. General. Nicht. Ah, da, Game Volume. Noch nicht viel leiser geworden jetzt, ne? Jetzt ist leiser geworden. Ah, komm. Gönnt sich ja sonst nichts. Habe ich? Ach so, ach ja, der macht aber die Augen auf und zu. Ja, weißt du was, so lasse ich das.
der Return, genau. So, nochmal ganz kurz. Also die Demo hatte ich ja gespielt und der Anfang hier ist exakt genauso. Mit Tab kann man das Inventar, find all the protective dolls. Wir können jetzt hier die Tür aufmachen mit E. Packen uns dann direkt schon mal diesen Hocker mit. Cool, naja. Das ist auch wieder. Huiuiui, ich musste vorhin schon mal. Ja, ja. Oh, ich hab meinen Daumen vergessen. Mami und Daddy, ja, das ist richtig, Baby. Ah, guck mal, jetzt kann ich auch springen. Gerade daneben gesprungen. Hallo. So. Geht jetzt gleich eh wieder an. Oh, ich war schon gut. So, schon mal schön auf den Teddy achten. Aber ganz ehrlich, warum ist das so klein, das Spiel? Das hatte ich doch. Das ist ja kein Vollbild. Oder war das vorhin kein. Ich muss ja nochmal eine Auflösung basteln. Das gibt's ja gar nicht. Was ist denn das jetzt für ein Scheiß? Moment. Ja, anscheinend ist das so mit den Streifen hier oben und unten. Kann ich nichts bis jetzt machen. Ich habe also jetzt versucht, alles einzustellen. Naja, so war das nochmal. Da kommen wir. Jetzt brauchen wir gar nicht mehr. Normalerweise kommt man da so hoch. Ja, super. Habe ich irgendwie beim ersten Mal, glaube ich, besser gelöst. Kann das sein? Wolf! Spring! Spring, du so. Wenn ich zu nah an der Kante stehe, springt er nicht. Gibt's doch. Alter, was ist denn jetzt hier los? Habe ich mir, glaube ich, alles angeguckt. Könnt ihr euch im genau im Dingens angucken. In der Demo. Ist, wie gesagt, alles dasselbe. Ich habe es getestet, geguckt. So, ach, das ist ja jetzt Neuland schon, ne? Also, wenn ich weine, werden eventuelle Monster-Gegner angezogen. Das heißt, links ist mein Balken jetzt komplett runter. Ich habe vorhin dummerweise ein bisschen, ich habe erst geguckt, wie weit ich mit der Demo war. Aber ihr kennt das ja, wenn es einen packt, dann packt es einen. Hab also schon mal gespielt bis zur Kellertür. So, wenn man Schokolade nimmt und die dann auch isst, geht der Balken wieder hoch. Also eine Tafel Schokolade füllt aber nicht ganz auf. So, was haben wir denn da? Ah ja, das, was ich gerade gesagt habe. Oh, da ist noch eine. Guck mal. Oh, guck mal. Nehmen wir. Nehme ich sofort mit. Ja, also hier ist auch alles so, wie wir das kennen. Okay. Es erinnert mich immer mehr an dieses andere Babyspiel. Ihr erinnert euch.
irgendwas von wegen, man kann sie verstecken unterm Tisch, ne? Also man kann hier wirklich jetzt... Man steht da sogar hidden. Was ihr nicht seht, ist, hinter mir ist ein Balken. Wenn ich, oder hinter mir ist ein Turnschuh. Wenn ich renne, kommt da so ein Balken, der dann quasi abläuft. Also das kennt man ja, diese berühmte, ne, Kondition, nennen wir es mal so, ne? Kondition. So, man kann jetzt, weil ich habe ja, ich sag bis zur Kellertür habe ich schon gespielt, hier drüber, indem man sich einen Stuhl holt, aber dann wird einem die Tür vor der Nase zugeschlagen, deswegen gehen wir jetzt hier durch. Denn wie gesagt, bis dahin war ich schon. Die sind übrigens random. Die Äpfel geben einem unten Herzenergie, also Stamina oder wie sagt man, ne? Lebenskraft. Kraft durch Freude. Und ja, sonst war hier, glaube ich, auch nichts. Deswegen gehen wir jetzt. Da geht's in den Keller. Bis hierhin war ich. Weil dann habe ich das gesehen und gedacht, nee, jetzt ist das kaputt. ja. Willkommen bei Baby Blues Nightmare. Ich muss gucken, wie weit das hier von der Speicherung. Guck mal, da liegen wir. Kann man diesen Blink nicht ausstellen? Das Alter, was ist das denn? Guck mal, ich kann zoomen. Ja, das sieht aber nicht. Ein Frankenstein-Teddy oder was ist das? Hölle. Also, ich habe ja beim Anfang, beim ersten Mal schon gesagt, grafisch. Debris, Shutters, Squeaky Toys are broken. Glass, can alert. Das ist leider etwas schnell. Enemies, habe ich glaube ich noch gelesen. Also, wenn ich auf sowas trete. Ah, man tritt aber nur einmal drauf. Nee, doch nicht. Was ist denn hier? Nichts. Komm ich hier hoch? Nö. Ja, okay. Wie gesagt, die Maus noch. Hat er sich gedreht? Der saß doch vorhin anders, oder nicht? Saß ja so, ich weiß es nicht mehr. Ja. Also wirklich gut sieht er nicht aus. Ey, diese Arme. Mega. Oh, oh. Was ist das denn? Puppen mit rasierten... Ist das eine Puppe? Was? Ah. Nee, okay. Also... Man muss auch immer ein bisschen erkunden. Die sehen aber lecker aus. Das sind die drei Stooges oder was? Papa hat gemalt. Ey, wer stellt sich solche Puppen in den Keller? krieg ich ja schon, würde mir schon eine Hose scheißen, wenn ich im Keller bin. Ja, guck mal da, super. Was ist das? Alter! Kloppt da einer mit einer Eisenstange auf. Tür? Wird eklig. Oh, da hängt ein Schlüssel. Guck mal, auch hier schöne. Das ist doch keine Puppe mehr. Front Door. Ah! Oh! Ey, Entenpille am ganzen. Eieieiei, das ist ja ein Einstieg nach Mars, ey. Ja, geil. Ja, geil. Und ihr bleibt alle schön da sitzen, ja? Ihr tut mir nichts. Ich kann die auch nicht kloppen oder so. Ne, kann ich nicht. Gingen die vorhin auch schon da?
Ey, ich hab jetzt schon Klumpen in der Hose, ey. Na super. Ich habe keine Ahnung, wie lange das Spiel geht. Nee, ist richtig. Boah. Es gibt so Spiele. Ich wollte gerade sagen, drei. Da nehme ich mir jetzt mal eine von. Okay. Die leben einfach von der Atmosphäre. Das hier ist so eins. Das ist einfach jetzt schon total gruselig. Warum sind da Pfeile? Was ist das für ein komisches Geräusch? Und da bin ich gekommen. Ach ja, genau, da. Hallo? Ist hier jemand? Kann ich hier was machen? Alter! Was ist hier los? Ah, wo bin ich? Oh. Das ist Red Belly? Ja, leck mir am Arsch. Oh. Ja. Kommt der jetzt oder was? Was ist das? Oh. Oh. Das ist noch nicht vorbei, sonst wird die Musik anders. Ich geh mal direkt hier drunter. Wo muss ich ihn hin? Hä? Da wieder raus? Oh. Alter! Ich bin zu alt für so eine Scheiße, ich merke das. I'm a 56-year-old man here. I have my limitations. Oh, Taco, Pfeffer für die Nerven, ey. Boah, mir ist kalt. Und ich schwitze irgendwie. Der ist jetzt weg, ne? Ich gehe mal davon aus, sonst wäre die Musik. Kann ich dann wieder raus? Den nur mal angucken. Nein. Nee, ey, ganz ehrlich. Ob ich das jetzt aber durchhalte? Was war das? Enemies will get more digitated if you hide frequently, making them faster and more. Wenn ich mich andauernd verstecke, werden die schneller oder was? Das habe ich jetzt nicht verstanden. Front Door Key, das wird da sein, das sieht mir aus, ja. Find a way to unlock the front door objective updated. Find all the projected files, was ist denn da updated? Ist ja genau der gleiche. Ja, das sieht aber nicht gut aus hier. Aha. Nein, da ist nichts. Nein, da ist auch nichts. Ey, die Musik. Ich muss das mal echt leiser machen hier. Am Kopfhörer. Da. Die kloppt mich so weg hier. Ja, euch auch wahrscheinlich. Hölle. Achso, da ist. Na, ist ja nicht linear das Spiel. Hallo. Fußball. Tor! Oder nicht?
Nimm das, du Sau. Na, rollt der rein? Tatsächlich. Boah, der macht sogar. Geil. Ach, das sind so die Momente, die mich in solchen Spielen beglücken. So, ich muss wohl hier rein. Oh, guck mal, ein Dreirad. Ach, das ist ja, wenn man... Ah, ja, in der Demo konnte man bei Steam mal gucken. Da bin ich Dreirad gefahren. The more objects you carry in your cart, the heavier it will be. Okay. You can navigate both on your feet or with a tricycle, which can be... Vielleicht sollten die Entwickler sich mal vorstellen, dass nicht jeder, vor allem wenn man das laut vorliest, so schnell. Was ist denn das da oben? Ein Pinsel! Ein fliegender Pinsel. Okay, ein fliegender Pinsel. Komme ich an den fliegenden Pinsel dran? Ist der wertvoll oder was ist, wofür? Nicht, dass das ein Bug ist. Nein, um Gottes Willen. So, hier ist... Da. Huse. Wieso da? Was ist denn das? Geht nicht. Was habe ich gemacht? Garage auf? Ja. Nehme ich jetzt was mit? Muss ich was mitnehmen? Komm. Einhörner sind brav. Die nehmen wir mit. Da sitzen die drei Stooges. Oh, es regnet. Alter. Ja. Also, man kennt ja viele Spiele, in denen das genau so auch abläuft. Aber das ist jetzt irgendwie schon hier. Wo geht's denn hier weiter? Hier, ne? Mutter? Mutter? Nicht Mutter? Oklahoma, Oklahoma, komm zu Mami. Ja klar, Mami, ich komme. Oklahoma, Oklahoma. Mal gucken, was passiert. Boah. Wusste, dass das passiert. Das war der Vorspann. Das war das. Ich dachte, ich bin schon durch. Ich glaube, das dauert etwas länger, das Spiel. Was ist jetzt? Wieso schrei ich? Babys schnaufen wirklich so. Das ist witzig, wenn die trinken zum Beispiel. Die können, das Geile ist ja bei Babys, was wir Erwachsenen fast nicht mehr können. Babys können, ganz kurz, Wissen für, oder Klugscheißer wissen, wenn Babys zum Beispiel trinken, sei es jetzt Flasche oder auch an der Brust, können die während des Trinkens durch die Nase weiteratmen. Bei uns Menschen ist es so, dass wir beim Trinken die Luft anhalten und erst wieder weiteratmen können, wenn wir entweder geschluckt haben oder Pause machen. Also probiert's mal aus. Versucht mal, nehmt euch mal ein Glas Lieblingsgetränk und versucht das mal zu trinken und dabei weiteratmen und gleichzeitig zu schlucken. Babys können das. Das ist noch so eine Art reflektorisch bei denen. So, kennt ihr die Sovo Sammerneger? Darf man Neger sagen? Ist das politisch korrekt? Natürlich nicht. Das sieht mir aus wie... Ah, Find Mr. Bunny Teeth. Ah, da sind die einzelnen, genau. Die hatte die Mama, die Mutter hatte die ja vorhin mal erklärt. Oder was hast du erwähnt? Inventory, null. Niente, nada. Okay. Wir können... Gucken wir uns das Ganze mal an. Ah, Bällebecken. Klein. Warum sind das sechseckige Bälle? Warum laufe ich da durch? Okay. Ja. Erik, Fresse halten, besser machen, ne? Oder wie sagt man? Das ruckelt mir jetzt aber doch ein bisschen.
Ah, komm, den Trick kennen wir schon. Stuhl. Stuhl. Ja, ja, komm. Spieleparadies. Und Spieleparadies ist das irgendwie, ne? So. Wie es die so in den Ferienparks gibt. Poppy Playtime. Das ist so eine Mischung aus, wie heißt das? Noch nicht mal Little Nightmares. Wie hieß das? Ist egal. Und Poppy Playtime, finde ich jetzt so vom Optischen her. Auch diese lustigen Bilder an den Wänden. Wo schon das militante Wesen des Menschen im Rahmen von stilisierten Pershing 2 Raketen an die Wand geklatscht wird. Sektion 1. Und was immer das sein mag. Ah, guck mal. Find a way to open Section 1 Shutters. Also die Tore. Shutters? Heißen die so, diese Rolltore? Was haben wir vorhin gelernt? Nicht da drüber gehen. Also. Rund und mal um, gehen wir da drum herum. Das. Ich höre komische Geräusche, die ihr nicht kennt. Und das ist gut. Aber gut. Da oben geht's rein. Was ist denn das hier? Oh, Alter, da ist ein Schatten. Hier ist nichts. Hä? The door is bolt locked from the other side. Aha. Use bolt slider. Ah ja, super. Aber ich habe ja gerade schon mal gesehen, da oben geht ein Schacht rein. Sehr schön. Also man kann ja rennen, aber wie gesagt, hinter mir geht die Ausdauer flöten. Jetzt habe ich noch ein Drittel. Immerhin reicht es für 10 Meter. Mein Gott, ich bin ein Baby. Was erwarte ich? Dass ich jetzt hier keinen Halbmarathon schaffe? Hey! Und jetzt lädt er sie auf und jetzt ist er da voll. Okay, was ihr ja nicht sehen konntet. Ist das? Das ist mein Schatten. Ja, klar. Hölle. Was ist das? Kann ich hier runterspringen, ohne größere Schäden zu nehmen? Oder springe ich auf die Couch? Komm, ich springe mal auf die Couch. Siehst du? Nein, 100. Gut, gut, gut. Ein Zettel. Den ich natürlich nicht lesen kann, weil ich ja ein Baby bin. Was ist das? Small Backpack. Picked up. You can find backpacks, which will allow you to store more items. Ah, guck mal, zwei mehr. Na ja, fängt ja gut an. Also, ich dachte, ich wäre... Oh Gott, ich bin ein Baby, ey. Ich bin so klein. Ja, ja, ja. Ich muss gerade an das Spiel Ten Bells denken, wo ich da... Ah, guck mal, da machen wir doch gleich mal unseren alten Stuhltrick. Darf ich in den Stuhl nach vorne schieben? Ah. Nein, bin zu. Oh, 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 oh. Komm, komm. Schaffst du, Baby? Ja! Ah, okay, das war ja jetzt mal nicht so schwer, finde ich. Wie lange spiele ich schon? 29, ey, das wird... Ich weiß nicht, wie lange ich die... Ich weiß ja, wie gesagt, ich weiß ja nicht mal, wie lange das Spiel geht. Was ist das? Da ist was. Was sich dreht. Scheint aber kein Monster zu sein. Okay. So, da nicht drüber laufen, weil...
Ah, Mr. Red Belly. Da ist er ja, der Assi, ey. Der sieht aus wie hier aus dem Choo-Choo Charles. Das Gesicht in der Mitte. Da. Das sieht aus wie von Choo-Choo Charles. Kannst du mir sagen, was du willst? Zumindest, was ich da vorhin im Keller gesehen habe. Funhouse and Childcare. Ja, sicher. Wir kümmern uns um euch. Vertraut mir. Ich weiß, was ich tue. Okay, das werde ich mir jetzt alles nicht durchlesen, glaube ich. Da habe ich jetzt Pause für euch. Ihr kennt das ja. Kann man die kaputt smashen? Für mehr Krempel? Nein? Das sieht auch nicht lecker aus. Nee, komm, ey. Denke mal, das fängt wieder jetzt harmlos an. Sektion 1, ich weiß nicht, wie viele Sektionen es gibt, aber mit Sicherheit wird das von Sektion zu Sektion beschissener. Da ist wieder ein Zettelchen. Da ist ein Pfeil. Hallo. Rake. Ah, Glasscheiben. Kann ich kaputt schmeißen mit Sachen. Also brauche ich Sachen. Aber jetzt will ich erstmal wissen, was hier hinten ist. Eine Tür, die offen ist. Hä? Bin ich im Kreis? Ach, da bin ich rein. Ah, das ist hier die zweite Tür von Sektor 1, oder wie? So, jetzt muss ich da was kaputt schmeißen. Da, das Glas. Hier lagen doch Klamotten rum, oder nicht? Autos und sowas. Da. Reicht das? Probieren wir es mal, ne? Das macht keinen Krach. Das ist lautloses Glas. Ah ja, zurück. Doch, komme ich doch noch. Da, ne? Zurück käme ich. Müsste. Aber da war doch was. Hallo? Mami? Das ist immer schön, wenn ich das... Guck mal, noch mehr Glas. Ach du Scheiße, was ist das denn? Das ist aber nicht Mami. You can also hide inside small lockers in any case that you need to. Was für Lockers. Ah da. Da ist noch was zum Kaputtschmeißen, das sehe ich doch von hier. Wahrscheinlich muss ich das sogar. Ja. Dann schauen wir doch mal. Boah. Was ist das denn da für ein Dach? Ach, das ist ein Außenhof. Guck mal, schön. Gut zu wissen. Aber... Ach, das ist was zu messen, was zu werfen. Chocolate. Wo habe ich denn schon wieder was verloren? Ich habe ja schon wieder ein bisschen wenig, ne? Also, oder weniger. So, ja gut, okay. Kann ich mit dem... Ja, ich kann auch... Fucking Rats. Die stand gerade da. Ich habe das total ignoriert. Jetzt ist sie umgebrochen. Sie hat gebrochen. Teddy. Sektion 2. Ah, es geht voran. Drinking milk, which can be found around, will instantly restore your overall stamina. Ah, wo ist denn... Ah, das habt ihr da in der Hand. Hä? Hey, take. Ach so. Hey.
Wo ist denn meine Schokolade hin? Ich habe doch vorhin 3 Stück gehabt. Verschwindet die mit jedem Level oder was? Das ist doch scheiße. Braucht hier gar nicht sammeln. Hä? Ich hab vorhin mehr gehabt. Das wisst ihr genau. Find a way to open. Ja, das ist schon klar. Das geht bestimmt hier auch nicht. Ja, logisch. Oh, dieser Red Belly. Scheiß da. Ach, guck mal da, das kennen wir ja. Guck mal. Da war was. Hört man, ich glaube, ich riech was. It's a sunny day. Oh, hier liegt wieder so ein Viech, das ist ja wieder schön. War klar. Und wer erschreckt sich? Ich glaube, ich muss diesem Blut immer folgen, kann das sein? Abandoned. Toys. Abandoned Toys and Prototypes steht da bestimmt. Also die nicht erwünschten Spielzeuge und Prototypen nicht quietschen. Schokolade, was ist das denn noch? Das sieht aus dem Kinderzimmer. Toybox ist es, Storage. Guck mal! Ich habe vorhin schon gedacht, muss man das in einem Rutsch durchspielen oder kann man hier auch speichern? Speichern zwischendurch, ey. Ich glaube aber, ich habe da so einen Bock drauf. Sorry, Vollbox. Da lag eine Schokolade, ne? Storche. So, wie komme ich hier wieder raus? Ah, so. Ich habe gespeichert, ich habe eine Schokolade abgelegt. Die nehme ich mir mit. Ja, schön. Also ist das so ein Security Room, wo ihr auch nicht reinkommt. Es gibt ja bei vielen Spielen, dass man dann, wie zum Beispiel Resident Evil, dass man da so einen Raum hat. Und wenn man da drin ist, wird man auch nicht gefunden. Scheiße. Scheint aber kein zu jucken, dass ich da drauf getreten bin. Boah, Mannequins hier, du ey. Das ist so. Boah. Stimmig das Spiel. Stimmig. Hier stehen die Haare zu Berge. Sehr lustig. Okay, da geht das. Da ist eine Tür. Die wir aufkriegen. Boah. Dreh dich, komm, beweg dich. Zeigst du mir den Weg? Nein, tust du nicht. Bleibst du da? Ja, tust du. Wunderschön. Ich trau mich gar nicht zu rennen. Warte mal, Sektion 2. Sektion 7, wo ist das denn? Fällt mir gerade. Transformers. Oh, ich habe gar keine Zeit gehabt, mich zu erschrecken. Doch, habe ich. Oh. Jetzt ist der auch noch weg. Kommen die auch noch, oder was soll das als irgendwie? Handpuppenmonster, die da auf ihren Händen rumrennen oder was? Ey, man traut sich nichts, man traut sich gar nichts hier, ey. Du Kack-Teddy, siehst auch noch scheiße aus. Was war das? Hm? Mutter? Nicht Mutter. Hier wieder zurück, ne? War das hier? Ja, war hier. Da ist der Speicherraum. Ratet mal, was ich jetzt mache. Puh.
ich mag schon nicht mehr. Du liegst immer nur hier, das ist schön. Und du bleibst doch da liegen, hoffentlich. Das habt ihr auch gesehen da, ne? Da waren Schuhe, Füße. Aber das waren keine Monster. Schuhe, Füße. Ja, da steht ein Auto. Also, ein Auto. Ich habe jetzt so die Frage, ob man in diesem Spiel sterben kann. Ich gehe davon aus. Weil, Alter, was haben sie mit dem denn gemacht? Ey, mit so Spielzeugelementen so eine Horrorscheiße zu machen, das ist ja schon originell, kann man ja nicht anders sagen, ne? Muss ich da durch? Ja, ist ja Sektion 2, ne? Hey! Warte, ich gehe im Speicher, ich bin durch. Ja, sehr lustig, Erik. Hallo? Ich glaube, ich brauche nicht mehr in Sektion 1. Und. Ich muss mal eben ganz kurz. Also ich werde definitiv mehrere Teile machen müssen. Allein schon, wie ihr euch vielleicht beim letzten Spiel erinnert, wegen der Kapazität meiner Speicherkarte. Die SSD nehme ich ja extra hierfür, weil ich den HDDs nicht immer traue, was die Geschwindigkeit angeht. Bringt mich komplett aus dem Konzert. Deswegen werde ich so ungefähr eine Stunde bis jetzt läuft es auch. Läuft das Band? Ja, es läuft. Und ich sag mal so eine Stunde, dann ist wahrscheinlich die Kapazität. Da muss ich das wieder hier auf Pause. Da oben. Aiden. It's me, Aiden. Your mother. Can you be a good boy for mommy and open the door, please? Aiden. Your mommy is waiting. Soll ich das mal versuchen? Open the door. It's me. Open this door right now. Okay. Open the door. Open the door. Nein. Erik. Ey, ich hab schon lange nicht mehr. So gelitten. Ich versuche hier meine Finger zu koordinieren. Das ist aber nicht so einfach heute. Nicht heute, generell meine ich seit circa einem Jahr. Ach du Scheiße. Muss ich die wirklich aufmachen? Scheint wohl. Big Door Key. Ja, ich habe ja sonst. Das ist ja hier nichts, ne? Habe ich hier überall schon geguckt? War ich hier überall schon? Ja, hier ist nichts. Genau, da ist ja nur. Genau. Ah ja, alles klar. Jetzt habe ich zum Beispiel gerade mein Limit erreicht, unten rechts. Au, das lädt sich aber doch sehr schnell wieder auf. Jetzt habe ich wieder voll. Oh! Scheiße! Wo muss ich hin? Hat er mich gesehen?
Ey, das klatscht mich aber richtig weg. Ja, ich musste ja die Tür aufmachen, ne? Aber bis jetzt lebe ich noch. Ich bin noch nicht einmal gestorben. Ist das ein gutes oder ein schlechtes Zeichen? Liegt da was? Was liegt denn da jetzt? Trümmer. Was ist denn das? Das ist der Stuhl, den ich vorhin da hinten hingestellt habe. Der ist imaginär noch da. In der Fantasie geht alles. Wenn hier so viele von diesen Lockers sind, das... Genau das, dann macht einen das nervös. Weil immer wenn von irgendwas viel ist, gibt es auch von Gegnern viel. Oh, guck mal da. Oh, guck mal. Was ist jetzt? Bitte nicht. Nein.